Einen wunderschönen guten Tag, liebe Outdoor-Freunde. Ich begrüße euch zu einer exklusiven Bernhard Halloween-Folge von Halloween Madness. Oh, das war ein bisschen spooky, oder Freshman? Ja, schon sehr. Wie ihr eben jetzt schon mitbekommen habt, bin nicht nur ich es hier und nicht nur Mr. Pumpkin, der uns heute so ein bisschen beim Film begleitet hinter den Kulissen, sondern auch the spooky Freshman behind the camera. Sag mal hallo. Hallo. Okay, ihr merkt schon, Leute, heute wird's ziemlich spooky. Ich habe mal direkte Frage. Ja. Machen wir heute was mit Hühnchen oder was geht auf deinem Kopf? Nee, ich hatte keinen Halloween-Hut mehr und ich dachte, mein Gesicht ist spooky genug. Deswegen ich einfach mein Hütchen auf. Warum auch nicht? Aber gutes Ding. Wir machen jetzt kurzen Magic-Halloween-Trick. Ah ja. Was heutzutage mit der modernen Technik alles möglich ist, ne? Vielleicht kann ich das schon mal sagen, Freshman. Ich glaube, wir sind der einzige Barbecue-Channel, der es komplett durchzieht und den ganzen Winter in kurzem T-Shirt dreht. In kurzem T-Shirt durchdreht. Genau, im wahrsten Sinne durchdreht. Denn, Freshman, oh, das ist ein nicer Übergang, heute geht's um Hackfleisch. Denn wir, oh komm, das war eine geile Überleitung, oder? Weil auf Hackfleisch drehen wir durch. Oder? Denn wir machen heute mit euch zusammen einen richtig geilen Burger Halloween Edition. Ich erkläre euch ganz kurz, worum es da geht. Und zwar natürlich, was darf nicht fehlen, Freshman, bei Halloween? Kürbisse. Richtig, Bacon, genau. Wir haben wieder Bacon am Start. Der kommt richtig cross oben auf den Burger, den wir machen. Und zwar werden wir ein richtig geiles Chutney aus Hokkaido-Kürbis machen. Und ich habe hier so ein paar Kräuterseitlinge und Champignons. Guck mal, Freshman, komm mal ran. Ich habe die gruseligsten Champignons gekauft mit Schuppenflechte, die ich irgendwie finden konnte. Wird auf jeden Fall, ne? Das Auge isst mit. Wir smashen Patties, wir packen Provolone drauf, wir machen noch eine scharfe Mayo und ein Bloody Mary Ketchup. Oh yeah. Das hört sich sehr gut an. Genau. Das Rezept ist natürlich wieder, was ihr hier unten findet, ein bisschen anders. Die Zutaten bleiben ungefähr gleich. Da ist kein Chutney drin. Ihr könnt wie immer machen, was euch am besten schmeckt. Ich biete euch einfach nur noch mal eine andere Sichtweise auf den Burger. Und es steht nämlich auch drin, ich glaube, Feldsalat. Aber Feldsalat war mir zu ungruselig. Deswegen habe ich den schrecklichsten Salat genommen, den ich finden konnte. Frisé. Heißt das nicht Friseur? Ich habe auf jeden Fall gesagt, an der Kasse bei Edeka, habe ich auf jeden Fall gesagt, als er den abgewogen hat, ne, habe ich den so angeguckt und gesagt, geile Frisee, oder? Alright, Freshman, jetzt haben wir schon die erste Viertelstunde durchgelabert, ist aber auch ein Special. Ne? Ich würde sagen, wir legen los und starten mit dem Intro. Okay, Intro fertig. Wir fangen an und zwar mit dem Chutney. Wie gesagt, im Rezept stehen hier Scheiben vom Kürbis und die Pilze einfach auch in Scheiben geschnitten und angebraten. Wie eben schon vor dem Intro gesagt, packen wir beides zusammen und machen richtig, richtig geiles Chutney drauf, was wir dann oben über dem Patty verstreuen. Ich würde sagen, Freshman, do your Halloween porn stuff and wir machen Chutney. Thank you.
Okay, geschnitten ist Freshman. Holen wir hier unsere schicke Gusspfanne. Begleite mich an unseren schwarzen Spooky Grill. Ich mache hier an, nicht volle Kanone, ein bisschen auf halb. Kommt ein bisschen Öl rein und dann werden dann nach und nach die Zutaten reingeben. Immer ganz wichtig, ne? Erst die harten Zutaten, die am längsten brauchen, dann die etwas weicheren. Chili habe gerade schon probiert, Habanero ist ziemlich scharf, wird sich der Freshman gleich freuen, ja. Besonders morgen früh. Ingwer reiben wir einfach frisch rein und das ist es dann schon. Kommt ein bisschen Essig rein und dann ordentlich Zucker natürlich, wie das für so ein gutes Chutney sein muss. Und dann ist es dort. Gut, möchtest du wieder einen Porn oder? Hab ich jemals Nein zu deinem Porn gesagt? Das ist richtig. Möchtest du ihn anmoderieren? Nee. Oh, Freunde, also die Habanero ist auf jeden Fall scharf, habe gerade schon mal gut eingeatmet. Komm mal auf den Meter, Freshman. Das köchelt jetzt hier schön ein. Ich habe noch so ein kleines Schuss Apfelsaft reingegeben. Das müsst ihr nicht, könnt auch Wasser nehmen, aber gibt natürlich ein bisschen Geschmack. Jetzt hier einfach ein bisschen Essig reingefusselt. Dann kommt der Zucker drauf. Und dann lassen wir es richtig schön sämig, fast wie so eine Marmelade einkochen. Yeah. Alright, hinten ist also schön am Blubbern und Einkochen, das wird richtig nice. Während das tut, kümmern wir uns um unseren Ketchup, um unseren Bloody Mary Ketchup. So ein bisschen blutig, muss ja, ist ja Halloween, ne? Ja, klar. Oder beziehungsweise Reformationstag, ich glaube, der war auch nicht immer ganz unblutig damals. Okay, wir brauchen auf jeden Fall, wir machen unseren Ketchup heute mal nicht selber, sondern nehmen einfach ein sehr gutes, fertiges Produkt. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt oder worauf ihr Bock habt. Und jetzt hauen wir hier einfach so einen guten Humpen rein, muss für zwei Burger reichen. Der Freshman mag's blutig. Ja, noch ein bisschen mehr rein. Ups. So, der nächste Schritt ist mein Lieblingsschritt und zwar kommt jetzt ordentlich Alkohol ins Spiel. Und zu einem guten Bloody Mary gehört natürlich Freshman. Wodka. Ein guter Woddy. Ja. Da immer Qualitätsprodukt nehmen. Immer wichtig beim Kochen probieren. Schmeckt wie gestern am Zähneputzen. Da einfach wirklich, könnt ihr natürlich nehmen, reinmachen, so viel ihr wollt. Denkt nur dran, nicht, dass es zu flüssig wird. Freshman. Du hast da schon einen guten Schluck genommen, ne? Ja. Bin ja auch nicht zum Spaß hier. Okay, wir machen hier einfach so einen kleinen Schuss rein. So. Das wird schon reichen. Dann, Leute, Chili-Soße lasse ich jetzt mal weg, weil die Habanero hinten, die hat schon ordentlich Antritt. Wir wollen es auch nicht zu scharf haben. Wir müssen ja noch 8 Videos drehen heute, ne, Freshman? Dann kommt ein bisschen Worcestershire-Soße rein. Freshman, wie sagst du dazu? Worcestershire-Soße. Ja, also es heißt ja eigentlich Worcestershire-Sauce. Und ich glaube, die Engländer... Die sagen immer, also so wenn die es normal sagen, hört sie immer wie Worcester. Ja, guck mal, hier irgendwie, ich deck das mal ab, aber hier im Deutschen steht ja auch schon Worcestershire-Soße drauf. Aber eigentlich heißt die halt Worcestershire-Soße. Und ich glaube, die UK-People verschlucken einfach das so ein bisschen und sagen deswegen Worcestershire-Soße. Na, ihr wisst, was ich meine. Davon einfach so 3, 4, 5 Spritzer rein. Fertig. Wenn es an mir geht, kannst du auch mehr von reinmachen. Ich stehe da voll drauf. Mir geht's eher. Ich finde, das schmeckt so nach Maggi. Und jetzt kommt der Twist, Leute, nicht nur, weil ich hier mit einer Twist-Bewegung das Teil aufmache, sondern
Wir haben jetzt auch einen Löffel Meerrettich reinmachen. Achtet darauf, dass das frischer Meerrettich ist, also kein Sahne-Meerrettich, sondern wir die volle Power vom geriebenen Meerrettich haben. Ihr könnt natürlich auch einen frischen Meerrettich kaufen, habe ich jetzt leider nicht bekommen. Aber ne, wäre ich natürlich sehr stolz auf euch, wenn ihr das tut. Auch so einen guten Teelöffel einfach mit drin. Na, ein bisschen for the fun. Ein bisschen davon mit rein. Und was fehlt noch, Freshman? Genau. Sellerie. Ein bisschen Limettensaft. Ich höre die Katze schon. Okay, und unser Bloody Mary Ketchup ist fertig. Ist auf jeden Fall mal was komplett anderes. Weil mit dem Meerrettich und dem Süßen vom Ketchup, von der Tomate und dem Zucker und dem bisschen Body, der da drin ist, gibt das gleich auf unseren Buns Freshman ein komplett anderes Geschmacksprofil. Das wird ziemlich geil. Okay, also zack. Chutney ist am Simmern. Ketchup ist fertig. Kommen wir zu meiner Lieblingsdisziplin. Hack und Freshman? Bacon. Bacon! Oh, einmal gemischte Platte, Freshman. Guck mal hier. Hier ist unser richtig schöner Bacon. Ja, der sieht sehr gut aus. Provolone brauchen wir gleich. Und hier haben wir Hack. Ich habe jetzt einmal gekauftes Hack mir aber selber durchdrehen lassen. die hatten leider keinen Speck oder sowas da. Deswegen habe ich mir jetzt einfach hier noch Lardo gekauft, weil ich will für dieses Special heute auf jeden Fall noch einen richtig hohen, schönen 30-35%igen Fettanteil in unseren Smashed Patties haben. Deswegen hacken wir jetzt einfach grob gleich noch ein bisschen Lardo, mischen das unter und dann gehen wir schon dran, die Smashies zu petten. Die Patties zu smashen. Okay, Leute, Safetti first, ne, hier, Handkondom übergezogen. Kriegt der Freshman gleich noch einmal Vorsorgeuntersuchung. Oh nee, nicht schon wieder. Okay, ich habe mir einfach so ein GN-Mapbot geholt. Hier habe ich... Mapbot? Was? Macpot? Du hast gesagt, ein GN-Mapbot. So ein GN-Mapbot geholt. Und hier den Hackepeter. Pack den hier einfach rein. So, und jetzt habe ich hier schon fertig gehackt den Lardo. Richtig fein. Richtig fein gehackert. Und den streue ich da jetzt einfach rein. Und wir vermengen das einfach richtig, richtig schön einmal. Und du hast es jetzt prozentual alles genau ausgerechnet? Ja, Pi mal Daumen. Okay. Okay, fertig gemixert. Guck mal hier, haben wir jetzt einen richtig schönen Fettanteil, der gleich runter rendert. Ich mache hier so kleine Bällchen. Letztens hat einer drunter geschrieben bei uns, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Freshman, dass er nicht genau wüsste, was Golfball groß ist, weil er nicht wie wir ständig auf dem Golfcourt sind. Stimmt, ne? Der Freshman zum Beispiel hat ein riesiges Handicap, aber obwohl er gar nicht Golf spielt. Ne? Deswegen, wie kann man das gut erklären, Freshman? Das ist so eine Faust voll. Eine Faust voll. Ich würde sagen, so ein bisschen größer als eine Limette. Oder eine Limette ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, oder? Ja, das kommt hin, ja. Ja, wenn eure Limette ca. 80 bis 90 Gramm wiegt, ist es die perfekte Größe. Und jetzt kümmern wir uns um den Bäcker. Bacon ist ready, habe ich hier neben den Scary Salad gelegt. Was wir jetzt nur noch machen brauchen, ist hier zu smashen und Käse drauf zu packen. Ich schneide hier schon mal die Scary Burger Buns in Gibst zwei. Du hast die Dinge einfach nur verbrannt. Genau. Endlich ist es soweit. Wir haben lange gewartet, aber jetzt geht's los. Der hier Halloween Mask Player macht gleich hier noch mal ein bisschen Porn. Ich weiß, wir hatten schon viel, aber vom Belegen muss einfach sein. Wir packen jetzt hier den Bloody Mary Ketchup drauf. Ich habe vorhin gesagt, wir machen Mayo, ne? Ich glaube ja. Ja, habe ich verpeilt, Leute. Das war der
April, nee, Halloween. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Packen das hier aufs Bun, dann kommen gleich die zwei Patties da raus. Bacon, hier den Scary Salad. Im Rezept steht, dass noch eine Tomate draufkommt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Bock auf Tomaten habt, eine Tomate draufpacken. Ich mache eigentlich immer nur Tomaten auf dem Burger, wenn auch Tomatensaison ist, also Sommer, und die richtig gut schmecken und nicht importiert sind. Deswegen haben wir hier so ein bisschen Tomatenmarmelade. Kommt bald auch bei uns ins Magazin, könnt ihr dann abchecken. Dann noch ein bisschen Zwiebel, das gute Chutney drauf und dann ist Zeit zu probieren. Freshman ready? Ich bin ready. Porn it! Okay, Freunde, angerichtet ist, Mr. Pumpkin ist hot wie ever, ihr seht das schon. Burger sind fertig, würde ich sagen. Freshman, komm, hier, stell dein Zeug nach hinten hin. Bring Bier mit, haben wir noch nicht getrunken heute. Und komm rein auf den Meter. Moin. Ah! Was, hast du für was hast du für eine Maske auf dein Gesicht? Moin. Erstmal Bier für dich. Ja, Prost dich. Cheers. Happy Halloween. Happy Halloween, genau. Schön, ne? Auch an euch. Schönen Reformationstag. Ja. Ah, tut das gut. Okay, wir haben hier richtig scary Burger jetzt gebaut. Und das zu essen wird, glaube ich, mega scary. Scary. Wird auch scary, deswegen wollen wir erstmal hier einen. Wir machen erstmal einen. Ne? Ich habe hier so kleine Pika reingemacht, damit er nicht auseinanderfällt. Freunde, wir haben jetzt übrigens die Marmelade weggelassen, weil uns das Chutney ein bisschen süß geworden ist. Und normale Tomaten hatten wir nicht, deswegen lassen wir es jetzt einfach so. Ja, Freshman, du nimmst hier einfach selber, ne? Oh, das sieht sehr gut aus. Okay. Ready? Den esse ich mal nicht mit. Guten. Guten. Ich muss sagen, ich war bei Meritich ein bisschen verwundert, aber es schmeckt mit dem Chutney zusammen mega geil. Richtig geiler Burger. Süße vom Chutney. Pilze, ein bisschen squishy. Leichte Schärfe. Patties, mega. Ja, ist echt super. Genau. Freunde, hier, mit dem Ellenbogen. Ah, subscribe. Glocke an. Glocke an. Und ich würde sagen, Happy Halloween. Genau. Macht was Schönes heute. Treibt's nicht zu wild. Oder doch. Sonst, ne? Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Dann. Ciao, ciao. Also, ich würde subscriben, wenn ich du wäre. Subscribe, subscribe, bum, 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 bum. Subscribe, subscribe, bum, 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 bum. Subscribe, subscribe.